Hallo, schön, dass du zu meinem YouTube-Kanal gefunden hast. Dieses Video dokumentiert einen kleinen Teil eines der größten Umbauprojekte im Ruhrgebiet. Die Renaturierung der Emscher, also der Umbau eines ehemals als Abwasserkanal genutzten Flüsschens im Zentrum des Bergbaus und der Stahlindustrie zu einem natürlichen Gewässer. Hier geht es um den letzten Abschnitt, der Mündung in den Rhein bei Dienstlaken. Seit 2014 hat der Neubau eines naturnahen Mündungsbereichs der Emscher in Dienstlaken begonnen. Im November 2022 erfolgte die Öffnung des Rheindeiches bei Dienstlaken und Förde. Mit der Nordverlegung der Emscher-Mündung entsteht ein rund 20 Hektar großes Delta, das künftig nicht nur verbesserten Hochwasserschutz bietet. Für Flora und Fauna bildet es ein wichtiges Eingangsportal vom Rhein in das neue Emschertal. Im ehemaligen Kohlekraftwerk in Förde-Mölln tut sich sichtbar was. Das 1971 in Betrieb genommene Kraftwerk wurde 2017 stillgelegt und wird seit Jahren zurückgebaut. Der Kühlturm war zum Jahresende 2023 gesprengt worden. In Zukunft soll dort grüner Wasserstoff entstehen. 2026 soll das ehemalige Kraftwerk endgültig Geschichte sein. Eine Wasserstoffproduktion soll ab 2030 dort laufen.